In der Zukunft möchte ich mein Team und mich anders organisieren. Wir wollen OneNote nutzen als gemeinsamen Pultordner, sowas wie eine Unterschriftenmappe. Man kennt das vielleicht mit diesen 31 Fächern, wo man Unterlagen reinstecken kann. Sowas möchten wir mit OneNote realisieren. Das heißt, ich habe hier ein Notizbuch in OneNote, eins von meinen vielen Notizbüchern. Eins habe ich 2015 Team genannt. Dort lege ich für jeden Monat ein Register, einen Abschnitt oben an und habe dort auch für die Kopie eines neuen Monats eine entsprechende Vorlage. Und dort platziere ich einfach von 1 bis 31 die jeweiligen Tage, sodass man einfach hier sieht, dass zum Beispiel im April zum 8. April hin die Firma in Rechnung Müller, ich habe jetzt hier keine Rechnung, ich habe hier eine Karte, gezahlt werden muss. Und diese Aufgabe muss jemand erledigen, nämlich das macht die Regina. Hier ist so ein Aufgabenkästchen, kann ich draufklicken, die Aufgabe abhaken. Na, schauen wir mal, Rechnung an Meier, auch hier, die muss ich erst freigeben. Das ist eine meiner Aufgaben. Und anschließend kann Regina diese abschicken. Das kann man hier entsprechend mit diesen Kategorien kennzeichnen. Auch hier mein Amsterdam Excel Summit, fahre ich am 12. nach Amsterdam zum Excel-Treffen. Da gibt es ein paar Dinge zu tun. Es muss ein Hotel gebucht werden, die Reise muss gebucht werden und ich muss meine Taschen packen. All das organisiere ich hier unter dem 12. April. Ich kann nach offenen Aufgaben suchen, ich kann mich mit meinen Kollegen online organisieren, ich kann dieses Notizbuch auf dem SharePoint legen, auf dem OneDrive, ich kann das mit meinem Windows Phone, iPad synchronisieren. Und in den folgenden Videos möchte ich einfach mal die ganzen Schritte zeigen, die ich hier zur Anlage so eines Pultordners bzw. Ordnermappe erledigt habe. Im nächsten Video geht es dann erstmal um die Anlage eines neuen Notizbuchs und die Erstellung dieser ersten Vorlage mit den 31 Tagen.